Timor sprechen. Das ist ein Land. Und wenn ihr nicht wisst, wie das in eurer jeweiligen Sprache heißt, ich werde es in der Rede verraten. Meine sehr geehrten Damen und Herren, heute würde ich gerne über Osttimor sprechen. Der internationale offizielle portugiesische Landesname ist Timor-Leste, was so viel wie Timor-Ost bedeutet. Und die Bevölkerung von Timor-Leste legt sehr viel Wert darauf, dass dieser Name nicht in andere Sprachen übersetzt wird. Deswegen werde ich jetzt auch im weiteren Verlauf Timor-Leste sagen. Erst einmal ein paar ganz allgemeine Informationen, da ich glaube, dass es ein relativ unbekanntes Land ist. Also Timor-Leste ist ein Inselstaat. Die einzige Grenze, die Timor-Leste zu einem anderen Land hat, ist die Grenze mit dem Westen des Landes, und zwar mit dem indonesischen Westteil von Timor. Die Größe von Timor-Leste entspricht ungefähr der Größe von Schleswig-Holstein. Die Amtssprachen sind Tetum und Portugiesisch. Es gibt aber noch 15 weitere Nationalsprachen. Timor-Leste hat ungefähr 1,1 Millionen Einwohner. Ich würde deshalb gerne heute über Timor-Leste sprechen, weil ich der Meinung bin, dass es geschichtlich ein sehr interessantes Land ist, aber auch kulturell gesehen. Im 16. Jahrhundert besiedelten die Portugiesen Timor-Leste, gründeten dort die portugiesische Kolonie Timor. Und gleichzeitig wurde der westliche Teil des Landes auch von den Niederlanden besetzt. Die Grenze zwischen dem portugiesischen und dem niederländischen Teil von Timor wurde allerdings erst 1916 festgelegt. In der gesamten Zeit der Kolonien, der Besatzung, gab es oft Aufstände gegen die Besatzung. Und obwohl Portugal im Zweiten Weltkrieg neutral war, besetzten japanische Truppen von 1942 bis 1945 die Insel. Daraufhin brach ein Guerillakrieg aus zwischen den alliierten Truppen und den Japanern. Interessant ist da schon zu sehen, dass die Timoresen, wie die Bevölkerung Timors heißt, auf beiden Seiten kämpfte. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Indonesien unabhängig von den Niederlanden und der Westteil der Insel wurde zu einem neuen Staat. Der Ostteil der Insel gehörte allerdings weiterhin zu Portugal als Überseeprovinz. Und erst mit der sogenannten Nelkenrevolution in Portugal 1974 kam es auch in Timor-Leste zu Änderungen. Eigentlich sollte es schon zu Beginn 1975 zur Unabhängigkeit des Landes kommen, aber es brach ein Bürgerkrieg aus zwischen den beiden größten Parteien, eben natürlich die Macht. Und erst im November 1975 wurde die Unabhängigkeit ausgerufen. Allerdings wurde der Ostteil Timors sofort 9 Tage nach der Unabhängigkeitserklärung von Indonesien annektiert. Die Besatzung Indonesiens dauerte 24 Jahre an und während dieser gesamten Zeit starben sehr viele Timorenser. 1999 fand ein Referendum zur Unabhängigkeit statt, aber wiederum kam es zu Gewalt. Daraufhin wurden die UN-Friedenstruppen nach Timor-Leste geschickt. Und am 20. Mai 2002 kam es dann endlich zur Unabhängigkeit. Im gleichen Jahr wurde Timor-Leste das 191. Mitglied der Vereinten Nationen. Leider fand das Land selbst nach der Unabhängigkeit keine Ruhe. Es kam zu neuen Tumulten. Allerdings werde ich diesen neueren Teil der Geschichte, also ab der Unabhängigkeit 2002, für eine weitere Rede aufheben. Ich möchte jetzt noch kurz auf die wichtige Legende Timor-Leste zu sprechen kommen, nämlich auf die Legende des guten Krokodils. Die hat mir in Portugal ein Timorense erzählt und ich fand die Legende einfach sehr schön und deswegen möchte ich sie gerne mit euch teilen. Es war einmal ein Krokodilbaby und das Krokodilbaby wollte von einer Lagune zum Meer wandern. Allerdings war es halt noch ein sehr kleines Krokodil, war sehr schwach und schaffte es nicht zum Meer. Da kam ihm ein kleiner Junge zu Hilfe, trug das Krokodilbaby zum Meer. Daraufhin sagte das Krokodil zu dem kleinen Jungen: Wenn du irgendwann einmal auf Reise gehen möchtest,
dann ruf mich dreimal und ich komme dir zu Hilfe. Irgendwann, sehr viel später, erinnerte sich der Junge an dieses Versprechen und rief dreimal laut nach dem Krokodil. Dieses Krokodil kam und beide begaben sich auf eine lange Reise. Das Krokodil allerdings hatte immer das Gefühl, in der Schuld des Jungen zu stehen. Denn es hatte innerlich, natürlich blieb es innerlich weiterhin ein Krokodil und hatte diesen Drang, den Jungen aufzuessen. Ein Krokodil bleibt ein Krokodil. Und deshalb hat es immer das Gefühl, in der Schuld des Jungen zu stehen. Es hat sehr viele verschiedene Tiere befragt. Die ganze Legende baut sich dann auch so auf, zu welchen Tieren das Krokodil kommt und diese befragt. Und alle sind der Meinung, du kannst den Jungen nicht essen. Der Junge hat dir einst, als du noch ein Baby warst, das Leben gerettet. Das Krokodil entscheidet sich also dann, den Jungen nicht aufzuessen, den inneren Drang zu unterdrücken. Und beide reisen weiter, unternehmen viele Reisen, bis sie alt werden. Irgendwann merkt das Krokodil, ich bin schon wirklich sehr alt, ich werde nicht mehr lange überleben. Das immer noch in der Schuld des Jungen steht, sagt das Krokodil zu dem Jungen, da wo ich sterbe, wird mein Körper liegen bleiben und dort wird ein neuer Start für dich und deine Nachfahren entstehen. So ist es dann auch gekommen und so ist die Insel Timor entstanden. Und ich hoffe, dass Sie, wenn Sie heute Abend oder wenn ihr heute Abend etwas Zeit habt, dass ihr einmal nach Timor, nach der Insel Timor bei Google sucht und vielleicht ein Satellitenbild seht. Zur kleinen Erklärung, der Kopf des Krokodils ist natürlich auf der Ostseite der Insel. Und Sie können, oder ihr könnt euch sicherlich feststellen, wie wichtig diese Legende für die Timorensen ist, wie wichtig dieses Symbol ist. Deshalb ist es auch heute noch so, wenn auf der Insel die Bevölkerung einen Fluss überqueren möchte, dann ruft man, Krokodil, liebes altes Krokodil, ich bin dein Enkel, bitte friss mich nicht.